Trotzdem und trotzdem ist es wahr, es ist am Kreuz für dich geschehen, für dich und mich auf Golgatha. Denn dort starb Jesus an dem Kreuz, dort litt er für dich, dort nahm er die Schuld der Welt auf sich. Du bist nun frei, du bist frei, wenn du auf ihn schaust und wenn du Jesus anvertraust. Mag sein, du kannst es nicht verstehen, und trotzdem ist es wahr. Es ist am Kreuz für dich geschehen, für dich und mich auf Golgatha. Ja, liebe Zuschauer, liebe Hörer heute, wir wünschen den gottesreichen Segen. Das ist der Samstag, der 22. Juli 2023. Der Dieter Weidensdörfer spricht heute Abend. Komm und überzeuge dich selbst. Wir freuen uns an den Abend und der Ronny hat uns heute eingeladen, zu ihm zu kommen. Wir hatten gerade gefrühstückt. Da haben wir über viele praktische Dinge gesprochen, so über Bäume schneiden und Unkraut. Und dann hat man eben auch in der Bibel was Fantastisches gelesen. Genau, der Winter kommt auch, der weht, wie er möchte, sagt er. So ist es auch in der Natur. Und so hat man auch gelesen, und wenn du die Kamera noch ein wenig höher hältst, dann sieht man in der Natur. When you make the camera more high, high, like this, yeah, and you see the Natur. Wir können hier die Natur erkennen, wie schön das dieses Vogtland ist. Wir sind hier in Ösnitz in Vogtland. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen, genießen Sie diese Natur. Diesen Blick hat man gehabt beim Frühstücken. Und ich möchte Ihnen aus Matthäus 13 Folgendes vorlesen, die Verse 34 bis 43. Kannst du mal kurz hier halten? Genau, dann kann ich schön nehmen. Jawohl. Und zwar, genau. Ich lese kurz vor aus Matthäus 13, 34 bis 43. Solches alles redete Jesus durch Gleichnisse zu dem Volk und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen die Heimlichkeiten von Anfang der Welt. Da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis von Unkraut und dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, des Menschen Sohn ist, der da guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen geworfen, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Schauen wir die Sonne hier oben an. Look, this is the sun. This is the sun, yes. After wir können erkennen, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Kannst du es kurz so halten, die Bibel alleine? Einmal hier und einmal hier. So. Ja, liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen ein paar Worte nochmal sagen zu diesem Gleichnis, was das wirklich bedeutet. Der Herr Jesus, der möchte, dass wir Gottes Wort verstehen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn Gott Himmel und Erde erschaffen hat und so wunderbar, wie wir es hier in Vogtland erkennen können, dann ist es ihnen ein Anliegen, dass wir verstehen, wie das Ganze hier entstanden ist. Dass es kein Zufall ist, dass Gott die Bäume angeordnet hat. Sonne, Mond und Sterne, alles Einzelne hat er angeordnet. Er lässt das Gras wachsen. Gott ist der, der wo die Kontrolle hat über jeden Menschen. Er kennt jeden Menschen. Und die Wahrheit wird immer Wahrheit sein, ob es die Menschen hören wollen oder nicht. Der Mensch kann die Wahrheit nicht verändern, Gottes Wahrheit nicht verändern. Er kann lügen für sich, aber er kann Gott nicht verändern durch seine Lüge.
Und Gott muss jede Lüge selber verantworten. Das ist dieses Unkraut. Und das hat man auch hier gelesen. Dieses Unkraut, was ist hier dieses Unkraut? Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit, sagt der Vers 38. Die auf Gott nicht hören wollen, die sind das Unkraut. Und das ist das Schlimme. Wenn die Menschen sagen, die Bibel, der glaube ich nicht. Ich habe die in meinem Schrank, aber das reicht mir schon. Es ist ganz schlimm. Warum? Weil nur die Bibel zu haben, verändert mein Herz nicht. Und es ist so wichtig zu erkennen, jawohl, das bedarf des Aufschlagen, des Lesen, dass der Herr mich beschenken kann, dass ich sein Wort verstehe. Und das wünschen wir Ihnen, das wünsche ich mir, dass ich jeden nach Freude finde, Gottes Wort zu genießen. Wir hatten gerade ein Müsli geschenkt bekommen. Wir haben das nicht nur angeschaut, weil durchs Anschauen wird der Bauch nicht voll, sondern wir haben den Deckel aufgemacht, haben den Löffel genommen und wir haben das einfach so dermaßen genossen und haben uns so dran gefreut. Lukas, du hast dich auch so dran gefreut, ne? Ja, wie ja. Wie war das gewesen? So wunderbar. So wunderbar. Ich, aber läuft. Ja, das heißt, wenn das Müsli schon so lecker ist, liebe Freunde, liebe Bekannte, wie wunderbar ist dieses Gotteswort, ja, wo ist wie eine Quelle des Lebens. Das heißt, wir können gar nicht genug lesen, weil das wird nie ausgehen. Gott gibt den Überfluss. Er sagt, ich gebe mehr, wie du brauchst, im Überfluss. Der Teufel ist gekommen zu schlachten, zu stehlen und zu vernichten. Er macht alles kaputt. Und Jesus Christus ist gekommen, das Leben in Überfluss zu geben. Er ist von Himmel auf die Erde, um den Menschen so zu beschenken. Er war immer perfekt, hat sich als Sklave hingegeben. Wir haben es erst in Jesaja 53 gelesen. Er wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher.